Freunde, willkommen bei Ghost TV. Heute mal zur frühen Stunde und wir wollen mal darüber sprechen, ob die Zuverlässigkeitsüberprüfung auf Widerruf, wie sie von manchen Behörden aktuell erteilt wird, ja, so der richtige Weg ist. Meine Empfehlung ist da ganz klar, freut euch nicht zu früh und wenn euch das Thema interessiert, bleibt dran und wenn euch die Informationen hinterher hilfreich waren, lasst ein Like und ein Abo da. Ja, worum geht's genau? Viele Behörden stellen aktuell waffenrechtliche Erlaubnisse mit dem Zusatz aus, dass das Ganze erstmal auf Widerruf gemacht wird. Am 8. November, also vor fast 14 Tagen, sollte ein Treffen in der Politik stattfinden, welches da Rechtssicherheit bringen sollte oder soll. Angeblich ist das Ganze auch erfolgt. Passiert ist allerdings bisher nicht viel. Aus dem Grund sind eben manche Behörden hingegangen und machen ihre Arbeit nach dem alten Prinzip weiter und erteilen weiterhin waffenrechtliche Erlaubnisse. Und in der Zuverlässigkeitsprüfung kommt dann einfach nur der Zusatz, dass diese ganze Geschichte erstmal auf Widerruf ist. Jetzt sind viele von uns dann froh, dass ihre Sachen überhaupt bearbeitet werden. Ja, und schnell ist das ganze Ding dann letztendlich auch vergessen, dieser Zusatz mit dem Widerruf. Es gibt aber eben auch einige Behörden, die sich nicht daran halten und sagen, nein, wir bearbeiten erstmal gar nichts, bis wir nicht wirklich eine zuverlässige Rechtssicherheit haben. Denn was könnte schlimmer sein als eine unzuverlässige Zuverlässigkeitsüberprüfung? Da kann sich jetzt jeder selber seine Meinung drüber bilden, ob er das gut findet oder nicht. Allerdings sollten wir uns jetzt generell erstmal nicht zu früh freuen, wenn wir zu dem Personenkreis gehören, der eben eine waffenrechtliche Erlaubnis aktuell oder auch in Zukunft, in naher Zukunft, mit dem Zusatz auf Widerruf bekommt. Sorry. Im Endeffekt ist das ein Damoklesschwert, was über uns schwebt und im Endeffekt kann die ganze Geschichte auch recht teuer werden. Da müssen wir uns mal nichts vormachen. Das soll auch keine Schwarzmalerei sein. Warum? Ist relativ einfach. Stellt euch mal folgende Situation vor. Eure Behörde hat euch jetzt eine waffenrechtliche Erlaubnis auf Widerruf erteilt und ihr kauft euch nun eure lang ersehnte Waffe, zum Beispiel über den Voreintrag, den ihr jetzt bekommen habt in der grünen WBK. Jetzt irgendwann sollte unsere Politik dann doch mal reagieren und für Rechtssicherheit in dem Falle der Zuverlässigkeitsüberprüfung sorgen. Nach einigen Monaten meldet sich dann die Behörde bei euch und widerruft euch diese Erteilung, weil bei den neu abzufragenden Stellen, nämlich der Bundespolizei und dem Zollkriminalamt, nun doch Erkenntnisse vorliegen gegen euch oder über euch, die die Behörde dazu veranlasst, eure waffenrechtliche Erlaubnis zu widerrufen. Dann habt ihr unter Umständen viel Geld in den Sand gesetzt und im optimalen Fall könnt ihr dagegen vorgehen, aber trotzdem sind die Waffen erstmal weg und ihr habt die Rennerei. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Mir selber wäre sowas fast passiert, das ist schon ein paar Wochen jetzt her. Allerdings muss ich auch dazu sagen, nur die Tatsache, dass meine Behörde da sehr, sehr umsichtig mit dem Thema umgegangen ist, habe ich zu verdanken, dass das im Nachhinein alles nochmal gut gegangen ist. Ich muss aufpassen, wie ich das formuliere, weil es wird dazu noch ein gesondertes Video kommen in den nächsten Tagen. Auch bei der Abfrage, bei der OSIP-Abfrage, und ich behaupte genauso wie jetzt bei den in Zukunft stattfindenden Abfragen, können Fehler auftreten. Und da bei uns als legaler Waffenbesitzer die Beweislast umgekehrt wird, müssen wir dann belegen, dass dieser Fehler, der da irgendwo aufgetaucht ist und uns das Leben schwer macht, nicht existent ist oder eben falsch ist. Sprich, es geistert irgendwo ein falscher Eintrag über uns rum. Und jetzt können viele sagen, so was kann nicht passieren. Doch, es kann passieren. Wie gesagt, ich werde da noch ein Video zu machen. Und dann habt ihr und euer Anwalt viel, viel Arbeit und das kostet euch viel Geld, um das Ganze unter Umständen wieder gerade zu biegen. Ja, es gibt da die
kuriosesten Geschichten und ich behaupte, das Video, was in den nächsten Tagen darüber kommt, was mich eben selber betroffen hat, ist extrem kurios. Aber da wollen wir jetzt erstmal nicht weiter vorgreifen. Wir wollen uns aber mal anschauen, wofür ist das Zollkriminalamt, was in Zukunft abgefragt wird, und auch die Bundespolizei, denn letztendlich generell ist man zuständig. Beim Zoll ist das relativ einfach. Beim Zoll werden alle Arten von Steuervergehen verfolgt. Ihr könnt mich jetzt für kleingeistig halten, aber glaubt mir, so Kleinigkeiten wie nicht bezahlte Kfz-Steuer, nicht bezahlte Krankenversicherungsbeiträge oder Pflegepflichtversicherungsbeiträge gehören dazu. Genauso wie der ganze Bereich der Schwarzarbeit werden da letztendlich verarbeitet. Und jeder kann sich selber Gedanken darüber machen, inwieweit nicht nur Selbstständige oder Firmen, sondern auch wir als einfache Privatpersonen unter Umständen davon betroffen sein werden. Sorry. Die Bundespolizei, was macht die genau? Klar, die ist erstmal für den Grenzschutz zuständig, aber eben auch als Bahnpolizei und, was wir nicht vergessen dürfen, für die Luftsicherheit. Und zur Luftsicherheit, da haben wir alle schon Kontakt mit gehabt, wenn wir mit dem Flugzeug unterwegs sind, in den Urlaub, in den wohlverdienten. Und ja, wir bringen mal etwas aus dem Urlaub mit, ob wissentlich oder unwissentlich, was nicht erlaubt war. Dann tritt auch wieder das Organ der Bundespolizei auf. Letztendlich habt ihr es auch alle schon mal gesehen, wenn ihr in Urlaub geflogen seid, die Kollegen stehen da bei der Sicherheitsüberprüfung regelmäßig rum. Eine kleine Anekdote mal, die jetzt noch nicht mal was mit dem Waffenrecht zu tun hat. Im letzten Urlaub hatten wir zwei junge Damen vor uns bei der Rückkehr aus dem Urlaub nach Deutschland und die haben so kleine Apothekerfläschchen mit Sand mitgebracht. Da haben die echt Probleme bekommen, weil es verboten war, aus dem Land, aus dem wir gekommen sind, Sand mitzunehmen. Ja, es gibt da also wirklich die kuriosesten Fälle und naja, ich will nicht sagen, dass sowas schon zu Problemen führen kann, aber es soll einfach aufzeigen, was man alles im Hinterkopf haben sollte, wenn man über die neuen Abfrageorgane spricht und sich Gedanken macht. Es ist also nicht auszuschließen, dass eine Erlaubnis generell, auch wenn ihr sie jetzt aktuell bekommen habt, mal widerrufen wird. Das große Problem bei der ganzen Geschichte ist einfach meiner Meinung nach zumindest, dass aktuell die Politik da zwar Gespräche geführt haben soll und die auch zu irgendeinem Ergebnis geführt haben sollen, angeblich. Aber keiner weiß aktuell, wie abgefragt wird und was abgefragt wird. Und von daher halte ich die Geschichte mit den Erteilungen von waffenrechtlichen Erlaubnis auf Widerruf auf der einen Seite für uns und für jeden Einzelnen von euch natürlich erstmal für positiv. Aber man muss einfach im Hinterkopf behalten, wenn irgendwo was auftauchen sollte, wo jetzt noch kein Mensch mit rechnet, dann habe ich unter Umständen ein Problem. Und das sollte man einfach mal im Hinterkopf behalten und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wenn ihr irgendwelche Erfahrungen in dem Bereich gemacht habt oder auch tatsächlich schon mal ein Fehler bei eurer Zuverlässigkeitsabfrage stattgefunden hat, wie es bei mir der Fall war, und ihr das Ganze entweder belegen konntet oder eben auch nicht, dann wäre ich euch dankbar, wenn ihr mir entweder mal eine Mail schreibt oder das Ganze mal in die Kommentare schreibt. Mich würde es auf jeden Fall mal interessieren. Ja, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Lasst euch nicht nerven, bleibt fit, gesund und munter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.